So, herzlich willkommen zum 25. Spieltag der GPL. Ja, ich hatte es schon im Teambuilding-Video erwähnt, es ist einer der entscheidendsten Kämpfe, so ziemlich, die ich jetzt noch austragen kann. Wobei der nächste auch nochmal entscheidend werden könnte. Aber dieser Kampf entscheidet um Platz 2. Quasi. Im Moment bin ich zwar schon auf Platz 2, aber ich bin gleich auf mit Daniel. Also mit Surfscript TV, gegen den ich auch kämpfe. Und nur die Differenz ist bei mir halt ein bisschen besser. Das heißt, aus dem Grund bin ich halt, ich glaube, nur um zwei Punkte in der KD bin ich vor ihm. Und das heißt, wer dieses Mal gewinnt, wer diesen Kampf gewinnt, wird höchstwahrscheinlich auch auf Platz 2 oder sogar auf Platz 1 aus der GPL gehen. Je nachdem, wie halt Steve jetzt noch spielt. Weil Steve muss jetzt noch zweimal verlieren, damit wir überhaupt noch eine Chance auf den ersten Platz haben. Deswegen, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber man kann es auf jeden Fall mal so stehen lassen. Ja, zu meinem Team habe ich ja im Teambuilding-Video diesmal schon alles gesagt, deswegen müsste ich dazu jetzt nicht mehr so viel sagen. Aber sein Team, ja, dazu kann ich tatsächlich noch ein bisschen was sagen. Ich habe tatsächlich exakt dieses Team vermutet, bis auf Zytomega, da habe ich Pixie vermutet. Aber ansonsten war eigentlich sein Team schon relativ obvious. Eben, ja, Mega Schlappohr war klar, Fiaro war klar, Blitzer war klar. Dann braucht er einen Spinner, weil er halt auch Fiaro hatte und ich eigentlich auch einen ziemlich guten Stealth-Rock-Leger habe, nämlich eben mein Forstalker. Deswegen ist für ihn ein Stalobor auch relativ wichtig hier. Deswegen war Stalobor eigentlich auch schon klar und Aquana, ja, war eigentlich auch schon relativ klar, dass er Aquana mitnimmt, denn er braucht irgendwas gegen mein Entei, denn gegen Entei hat er echt ein kleines Problem. Das ist mir auch aufgefallen. Und deswegen braucht er hier eben ein physisch-defensives Aquana, um eben sowas wie Entei stoppen zu können. Ja, und ich würde dann einfach mal sagen, wir fangen einfach mal mit dem Kampf an. Okay, damit beginnt der Kampf. Ich habe mit Entei geleadet, er hat hier mit Blitzer geleadet. Fand ich jetzt keinen guten Lead für mein Entei. Ich habe generell eigentlich nur mit Entei geleadet, falls er mit Stalobor seine Tarnsteine rausbekommen möchte. Weil ich denke, ich bin schneller als der Stalobor, wenn er ein Tarnsteine-Set spielt. Und deswegen war es eigentlich ein Lead nur dafür gedacht. Ich hätte eigentlich auch mit Zapdos leaden können, war mir dann aber ein bisschen zu riskant. Er revealed hier halt natürlich erstmal den Volt Switch und anhand des Schadens dachte ich mir schon so, okay, das ist guter Schaden und man sieht keinen Life-Off. Ist das Blitzer gespaxed, habe ich mir erstmal so gedacht. Hier natürlich auch erstmal auf den Roost, nachdem er halt in sein Zytomega geswitcht hat. Er schafft es hier, ein Gedankengut rauszubringen. Was schon mal gar nicht so gut ist, weil ich hatte eigentlich da predicted, dass er eventuell mein Gengar-Switch predicted und direkt auf die Psychokinese geht. Deswegen wollte ich das Ganze jetzt, wollte ich eben da kein Risiko eingehen. Und er zeigt mir hier, dass er den Säurepanzer hat. Und Leute, ab dem Zeitpunkt habe ich mir so gedacht, oh shit, dieses Teil bekommst du nie wieder down. Ich habe nämlich gekalkten Abschlag gemacht bei plus 2 Verteidigung. Natürlich bei kühlem Wesen und vollem Verteidigungsinvestment, weil so spielt er, glaube ich, auch das Teil. Macht einen Abschlag höchstens, glaube 25%. Und hier versuche ich natürlich mit dem Ladungsstoß eben die Paralyse auf dieses Zytomega zu bekommen, was ich dann letztendlich mit einem Crit auch schaffe.
Der Crit war eigentlich relativ unnötig, also hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Klar wäre er jetzt voll wieder gewesen, bei vollem Leben. Aber letztendlich, glaube ich, hat das Ganze nicht so stark gemattert. Hier möchte ich natürlich mein Zapdos behalten. Aus dem einfachen Grund, weil Zapdos ist meiner Meinung nach einfach ein ziemlich wichtiges Pokémon gegen ihn. Es ist eigentlich mit Sylveon mein einziger guter Switch in das Blitzer. Und ich dachte mir so, okay, das Blitzer war jetzt noch nicht mal Live-Orb, der wird mir mit einem Donnerblitz jetzt nicht so viel Schaden machen. Weil ich habe ja im Teambuilding-Video schon gesagt, ich habe dem so viel Investment gegeben, dass ich dass ein Donnerblitz nicht mal ein Tool ist. Und das ist die stärkste Attacke, die er eben gegen das Zapdos machen kann. Hier habe ich einen riesen Missplay gemacht. Hier habe ich nämlich den Wunschraum eine Runde zu spät rausgeholt. Deswegen hat er jetzt wahrscheinlich gedacht, dass ich ein sehr offensives Sylveon hier spiele. Hat er, denke ich mal, auch am Schaden so gedacht. Also, weil die Schallwelle halt schon ziemlich viel Schaden macht. Ich spiele ja eigentlich auch ein relativ offensives Sylveon. Aber ich spiele natürlich auch noch Wish Protect auf diesem Sylveon. was mich hier auch wieder relativ gut heilt eben. Somit kann ich jetzt noch eine Psychokinese überleben und somit auch noch eine Schallwelle auf hier oder zwei Schallwellen sich herausbringen. Da kommt jetzt auch die erste Schallwelle. Ja, die natürlich noch nicht reicht. Die nächste sollte eigentlich auch nicht reichen. Also ihr seht schon, ich habe ein Riesenproblem mit diesem Zitomega. Eigentlich kann mir hier nur noch der Abgangsbund wirklich helfen. Oder ein Crit. Ja, der zweite Crit auf diesem Zitomega. Der erste hat nicht wirklich gemattert. Wenn man mal ganz ehrlich, da war die Paralyse, die ich bekommen habe, schon deutlich wichtiger. Ich habe auch nicht eine Full-Para bekommen. Muss man dazu sagen. Was eine viel höhere Wahrscheinlichkeit hat als dieser Crit. Man kann sich darüber streiten, ob das jetzt hier so alle mit rechten Dingen war, aber ich sag mal, das war meine einzige Chance, da rauszukommen. Und dementsprechend bin ich da ganz froh, dass das geklappt hat. Ich fand es zwar erstmal extrem bitter, dass er da zwei Crits kassiert hat, weil ich hatte eigentlich geplant, das Zitomega eben mit Parahex irgendwie klein zu bekommen. Aber ja. So hat es dann eben der Crit erledigt. Und ihr seht hier, dieses Blitzer macht mit Donnerblitz über die Hälfte Schaden. Kein Live-Orb. Ist das Teil gespext? Ich bezweifle es, ehrlich gesagt, weil ein gespextes würde, glaube ich, noch mehr Schaden machen. Ich glaube, er ist mäßig, weil ich habe nur ein Scheues gekalkt. Kann sein, dass er hier mäßig ist und aus dem Grund so viel Schaden gemacht hat. Ich bin mir da aber nicht sicher. Auf jeden Fall weiß ich, dass jetzt ein Turbo-Tempo von einem gebandeten Entei auf jeden Fall ausreicht für das Blitzer. Und aus dem Grund, ja, gehe ich hier auch einfach mal fürs Turbo-Tempo. Er war jetzt zwar nicht besonders safe, aber er schickt hier seinen Aquana rein und wow, Aquana bekommt hier wirklich sehr, sehr viel Damage. Und hier habe ich eigentlich gedacht, dass er eventuell auf den Wunschtraum geht, weil er Angst hat, dass eben das Entei hier dem Aquana zu viel Schaden macht. Und ich glaube, ein Siedwasser hätte nicht gereicht. Aus dem Grund bin ich ja eigentlich so in Sylveon gegangen, um mich wieder hochzuwischen. Aber er geht hier straight fürs Siedwasser, verbrennt mich noch und damit habe ich eigentlich keine Chance mehr, mich irgendwie hochzuheilen. Ohne den Burn hätte ich wahrscheinlich nochmal auf Protect gehen können, hätte nochmal ein bisschen Leftovers bekommen können und somit dann eben ja, nochmal einen Wish rausbringen können, aber sollte so nicht sein, ist ja auch eine 30%ige Chance, da will ich mal nicht meckern. Hier habe ich ein bisschen gemissplayed, denn ja, beziehungsweise nicht gemissplayed, ich habe so gedacht, er muss hier rausgehen, er weiß, dass eine Laubklinge reicht, ja, und der eigentlich ist Fiaro ein relativ safer Switch,
in dieses Galagladi. Deswegen bin ich auch hier auf den Knockoff gegangen. Einfach um dem Fiaro das Item, was es trägt, zu rauben. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Item ist tatsächlich. Auf jeden Fall geht er hier eben in sein Fiaro, um mein Galagladi rauszuscannen. Aber ich habe natürlich hier auch noch mein physisch-defensives Brutalander, was man da relativ gut reinswitchen kann. Und er geht hier auf den Schwertanz. Gut, ich dachte mir so, er wird wahrscheinlich switchen. Was habe ich hier predicted? Ich glaube, sowas wie Aquana habe ich hier predicted, dass ich dann halt auf dem Aquana noch so viel Schaden wie möglich irgendwie drücken kann. Ja, und ich habe hier natürlich den Roost predicted, dass er entweder angreift oder eben den Roost macht. Er hatte hier zwei Möglichkeiten und ja, in beiden Fällen war Roost einfach das sicherste. Und weil ich weiß, dass ich hier eigentlich noch einen Sturzflug überlebe, war das wirklich das sicherste, hier nochmal auf Roost zu gehen. Und ja, da wurde er ein bisschen greedy, ist nochmal auf Schwertanz gegangen und ich konnte ihn eben mit einem überraschenden Steinhagel aus dem Spiel nehmen. Ja, den Steinhagel habe ich erst kurz vorher, oder im Teambuilding-Video erst drauf gemacht. War gar nicht in meinem eigentlichen Team geplant. Aber hey, hat funktioniert auf jeden Fall. Erst drauf reingefallen. Und hier, ja, bin ich halt erstmal auf den Steinhagel gegangen, der tatsächlich hier nochmal crittet. Das war ja gar kein Schaden. Scheint irgendwie auch ein bisschen physisch defensiv zu sein, dass Stalobor auf jeden Fall, ja, schafft er es hier, mein Brutalander zu flinchen. Ich bekomme keinen Feuersturm mehr drauf, der dafür gedacht war. Leider, leider ist damit eben mein Brutalander jetzt hier weg. Ich hätte ihn tatsächlich live upstallen können, wäre ich tatsächlich auf den Roost gegangen. Ich bin aber nicht auf den Roost gegangen, aber gut, kam mir sowieso der Flinch dazwischen. Aber hey, konnte ich ja eigentlich auch nicht ahnen, dass er hier den Live-Orb spielt. Auf jeden Fall kann mein Galagladi daraufhin eben reinkommen und das Stalobor aus dem Spiel nehmen. Und hier hatte ich jetzt natürlich extreme Angst vor dem Spukball und wechsle deswegen einfach mal, ja, in Gengar, um es hier zu opfern. Das war meine einzige Chance, hier noch irgendetwas gegen die Blitzer machen zu können, eben meinen Gengar zu opfern. Ich hätte es wirklich am liebsten behalten, aber letztendlich war es das Pokémon, was ich am ehesten opfern konnte von allen. Denn Entei brauche ich noch, um dieses Blitzer zu besiegen. Ich glaube, doch, Gengar hätte es auch geschafft, aber Entei ist mir auch zu wichtig, eben gegen das Schlappohr. Wobei da auch Gengar gut gewesen wäre. Es ist so eine Sache, ne? Auf jeden Fall, bringt er jetzt natürlich erstmal einen Mogelieb raus. Ist eigentlich relativ obvious gewesen. Ich bin trotzdem drin geblieben. Aus dem einfachen Grund, weil ich mein Galagladi auch bei so viel KP behalten wollte, wie es irgendwie geht. Bring ihn hier mit dem Turbo-Tempo eben auf die Hälfte seiner KP. Und ja, ihr seht's, neben, er hat nur noch Mega Schlappohr, ich habe nur noch mein Mega Galagladi. Und ja, jetzt kommt es natürlich darauf an, ob er einen Crit bekommt oder nicht. Und er bekommt keinen Crit. Ja, und somit habe ich das Spiel gewonnen. War wirklich ein sehr knapper Kampf. Zum Schluss nochmal. Er konnte mit Blitzer so viel Druck aufbauen auf mein Team. Genauso wie ich mit Entei auf sein Team viel Druck aufbauen konnte. Und er da wirklich immer irgendetwas opfern musste, oder auch mit meinem Galagladi konnte ich auch viel Druck aufbauen. Er musste irgendetwas opfern. Er konnte nicht sicher reinswitchen und aus dem Grund konnte ich somit eben das Spiel entscheiden. Ich glaube, sein Zitomega war so ein bisschen der Konter gegen auch Entei zum Beispiel, weil, also mit seinem Aquana war das so sein
sein physisch defensiver Core, sage ich jetzt mal. Also Zitomega gegen Galagladi, weil ein Abschlag macht nur 50%. Und ja, gegen mein Entei eben das Aquana. Naja. Ich bin auf jeden Fall froh, gewonnen zu haben. Auch wenn das Ganze natürlich zum einen auch dem Hex zu verdanken ist, aber letztendlich ist es Pokémon. Es ist zwar ein bisschen schade, dass es dadurch entschieden wurde. Wie das ansonsten ausgegangen wäre, kann man nicht sagen. Man kann nicht sagen, ich habe nur durch Hex gewonnen. Schließlich... Man kann es nicht vorhersehen, wie das Ganze ausgegangen wäre. Wir hätten beide eventuell mit Gengar predikten müssen. Er hätte wahrscheinlich den Abgangspunkt predicted und ich wäre ja, die Gefahr eingegangen, dass er eventuell eine Attacke macht und wäre höchstwahrscheinlich auf Trick gegangen. Oder auf Abgangsbund, ich weiß es nicht, ich war ja gescarft, also ich wäre auf jeden Fall schneller gewesen. Wäre ich sowieso als ein paralysiertes Zitomega, jetzt mal ganz im Ernst hier. Ich glaube, das Vieh hat eine 40er Base, oder eine 30er oder eine 20er, irgendwie sowas ganz abgrundtief Schlechtes. Und ich denke, ich wäre auf Trick gegangen, hätte versucht, das so zu stoppen. Hätte auch nach hinten losgehen können. Weiß man alles nicht. Es wäre ein komplett anderer Spielverlauf gewesen. Deswegen, ja, bei so frühen Setups kann man da einfach auch nichts vorhersehen. Aber gut, ich hoffe, euch hat der Kampf gefallen. Das bedeutet, wenn es euch gefallen hat, natürlich auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Wer nicht, von mir aus einen Daumen runter. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Und ja, bis dann und ciao, Leute.